Moin moin und herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Ja, ich hoffe, ihr habt eure ersten Flüge mit der DJI Phantom 2 Vision hinter euch und hattet ein bisschen Spaß dabei. Natürlich ganz wichtig, hoffentlich keine Abstürze, keine Flyaway, nichts. Ich habe euch ja in den vergangenen Videos sowohl vorgestellt, Zusammenbau, erste Starts und dann auch, wie man mit der Software Prodrenalin den Fischaugeneffekt wegbekommt. Außerdem habe ich euch noch mein Pult vorgestellt, das steht hier. Ja, und was ich heute machen möchte, heute möchte ich euch ein klein bisschen mehr zu der App zeigen, welche Möglichkeiten es da gibt, welche Einstellungen da vorgenommen werden können und was man dabei beachten sollte. Ich zeige euch das hier auf dem iPad. Erstens ist das Bild sehr schön groß, zweitens nutze ich das selber, weil auf dem Pult, was ich verwende, ist das relativ weit oben und so habe ich sehr schön die Möglichkeit, immer wieder nach der Vision zu gucken und das Live-Bild, das FPV, First-Person-View-Bild, hier drauf mir anzugucken. Außerdem nutze ich auch ganz gerne noch den Size Cinemizer, da mache ich nochmal ein extra Video dann dazu, wie das funktioniert, sodass ich hier wirklich die Möglichkeit habe, das Bild sehr groß zu sehen und nicht nur sehr klein wie auf dem iPhone, aber es ist natürlich etwas wuchtiger. Also, ich zeige euch heute, wie das geht, was ihr machen könnt, welche Möglichkeiten es gibt. Verbunden wird das, das habt ihr sicherlich schon gemacht, verbunden wird das hier einmal, indem man im WLAN-Netz auf die Verbindung Phantom tippt. Das ist der Repeater hier unten, mit dem dann die Verbindung hergestellt wird. Ihr seht, hier oben ist es schon aktiviert. Einmal Phantom, ihr habt dann da eine etwas andere Nummer. Ja, als nächstes öffnen wir dann die App. Und bei der App ist es so, ihr seht hier oben dran in diesem Feld, wenn das grün hinterlegt ist, das Lämpchen, und da der Name aufleuchtet, dann habt ihr die Verbindung hergestellt. Ihr habt einmal die Möglichkeit, hier auf News zu gehen, wobei News könnt ihr nur angucken, das sind DJI News, da sind neueste Videos. Das könnt ihr nur machen, wenn ihr im normalen Internet seid. Das heißt, da müsstet ihr dann aus der Verbindung zur Vision wieder rausgehen und das normale Internet verbinden. Und dann seht ihr da die neuesten aktuellen Filme, Videos und Nachrichten von DJI. Ja, das nächste, das sind die Settings. Und bei den Settings habe ich die Möglichkeit, einmal diese Toolbar, das seht ihr nachher, dass die automatisch verschwindet, oder ich kann die Toolbar mir die ganze Zeit zeigen lassen. Dann When Connection Breaks, also was soll die Vision machen, wenn die Verbindung abbricht. Ich kann einmal sagen, dann soll sie aufhören aufzunehmen, oder sie soll dann anfangen aufzunehmen, oder sie soll Start Continuous Capture, also Reinaufnahme machen, oder in Idle, also in dem im Ruhezustand stehen bleiben. Ich mache gar nichts, also bei mir ist es idle, weil die macht, wenn ich die Aufnahme starte, soll sie das weitermachen. Man kann natürlich sagen, wenn man vergessen hat, eine Aufnahme zu starten, damit man später sieht, wie sie abgestürzt ist oder wieder zurückgekommen ist, auch Start Recording wählen. Nächster Punkt ist Kamera Settings Display. Ja, und hier kann ich mir jetzt alles Mögliche anzeigen lassen, was ich gerne, und das erkläre ich und zeige ich euch nachher, in der Seitenleiste angezeigt haben möchte. Das sind also all die Funktionen, die ich ein- und ausblenden kann. Wenn ich jetzt hier bestimmte Sachen nicht möchte, dann kann ich die einfach hier durch den Schieberegler aktivieren oder deaktivieren. Letzter Punkt ist dann die Preview-Qualität. Hier kann ich also einmal festlegen, ob ich 640 x 480 mit 15 Bildern pro Sekunde, 15 Frames per Second, oder 320 x 240 mit 30 Bildern pro Sekunde oder mit 15 Bildern pro Sekunde. Das Beste, weil es eben eine sehr, sehr schöne hohe Auflösung hat, ist natürlich 640 x 480 mit 15 Bildern pro Sekunde. Manchmal kann es sein, dass da die Bildqualität zusammenbricht oder ein kleines bisschen schlechter wird. Dann sollte man eventuell mal auf eine etwas niedrigere Auflösung runtergehen. Aber auch da zeige ich euch später noch, wie man mit einem WLAN-Repeater ein kleines bisschen mehr Reichweite und eine etwas stabilere Bildqualität bekommt. Ja, das waren jetzt erstmal die Kameraeinstellungen. Kommen wir jetzt zum Flight Controller. Beim Flight Controller kann ich sagen, ob ich das in Meilen oder in Metern gegeben haben möchte. Ja, und dann geht es hier noch los
Autoflip, das heißt also einmal, ob das gedreht werden soll. Dann Low Battery Warning, da kann ich einmal ausschalten, ob die App mir zeigen soll mit einem roten Warnzeichen und einem Ton, dass die Batterie von der Vision einen niedrigen Ladezustand hat. Das heißt, mir wird das dann hier schon vorher angezeigt. Ich muss nicht oben auf diese kleine Akkuanzeige gucken, sondern das wird mir sehr offensichtlich angezeigt. Ich kann hier ein Tutorial ein- oder ausschalten. Ich kann den Cache löschen, also quasi mit den News, also das, was da an News gekommen ist, kann ich einmal löschen. Und hier habe ich dann noch die Möglichkeit, ein Binding zu machen. Das heißt, wenn ich den Repeater wieder neu mit der Kamera verbinden möchte, dann habe ich hier die Möglichkeit über Scan the QR Code. Hier auf der Vision ist hier hinten so ein kleiner QR Code drauf, auf der Kamera hier oben. Dann habe ich die Möglichkeit, diesen QR Code einzuscannen und die App, beziehungsweise nicht die App, sondern den Repeater wieder neu mit der Kamera zu binden. Das muss man übrigens auch immer dann machen, wenn man hier versehentlich an dem Repeater den Reset-Knopf seitlich gedrückt hat. Also wenn euch das mal passiert ist, weil ihr dachtet, oh Gott, der ist irgendwie abgestürzt und ihr habt hier seitlich den Reset-Knopf gedrückt, dann ist die Verbindung auch weg und ihr müsst es hier über diese Funktion nochmal neu herstellen. Ja, und dann gibt es eben noch Find My Phantom Vision. Das ist ganz nett, immer wenn sie eingeschaltet ist und läuft und funktioniert, dann habe ich hier die Möglichkeit, mir anzeigen zu lassen, wo sie sich gerade befindet. Im Moment ganz klar direkt da, wo ich stehe. Da gibt es aber eben die Möglichkeit, wenn sie dann weg ist, ich kann mir dann auch ein Bild anzeigen lassen, Satellitenbild anzeigen lassen oder eine Karte anzeigen lassen. Geht im Moment nicht, weil natürlich der Netzwerkzugang fehlt, da ich ja mit der Phantom verbunden bin. So, das waren jetzt die Punkte hier. Dann haben wir hier nochmal einen Account und so weiter. Da kann ich nochmal festlegen, wie ich das alles finde. Und das ist eben dann mein Account, unter dem ich angemeldet bin. Als nächsten Punkt haben wir hier das Album. Und bei dem Album kann ich mir eben anzeigen lassen, was alles auf der SD-Karte drauf ist. Das heißt, sie wird mir jetzt anzeigen, welche Videos da drauf sind und welche Bilder da drauf sind. Das dauert einen kleinen Moment, bis die Daten übertragen werden. Und ich kann mir dann auch die Bilder hier drauf anzeigen lassen, kann sie dann auch auf mein Handy kopieren oder auf meinen Device kopieren. So, wichtigster Punkt ist natürlich hier die Kamera. Und wenn ich da drauf tippe, dann wird mir das Live-Bild angezeigt. In dem Fall bin ich das hier. Hier seht ihr mich. Hier winke ich mal vor die Kamera. Das ist das Live-Bild. Ja, die wichtigsten Funktionen sind natürlich erstmal hier unten. Das Flight-Control-Fenster, wenn ich da einmal drauf tippe, kennt ihr schon. Dann wird mir hier quasi dieses Radar-Bild angezeigt, wo ich sehe, in welche Richtung fliegt die Vision, wie weit ist die Entfernung und kann sie dann danach ausrichten und quasi wieder zu mir zurückholen. Ihr seht hier diesen 300 Meter Kreis, der ist so ein bisschen rot abgesetzt. Das ist normalerweise die Entfernung, wo sowohl die Fernbedienung als auch die First Person View, also das Live-Bild, so nach und nach abbrechen können. Also von daher, diese 300 Meter ist eben so dieser rote Bereich, wo man ein kleines bisschen aufpassen sollte. Wenn ich hier dann wieder drauf tippe, verschwindet das. Hier unten wird mir angezeigt die Entfernung. Klar, im Moment nicht vorhanden, weil wir stehen direkt nebeneinander. Höhe 1,7 Meter und die Geschwindigkeit logischerweise auch 0. Natürlich ganz klar, das kennt ihr schon, das ist dann hier einmal der Neiger, mit dem ich die Kamera nach oben und unten stellen kann. Ihr seht, wenn man nicht aufpasst, dann passiert das, dass hier oben in diesem oberen Bereich die Propellerschützer drin sind. Wenn ihr die nicht drauf habt, dann seht ihr im Flug eventuell die Propeller hier oben so ganz leicht, aber nicht wirklich deutlich. Also da ist es nicht so schlimm. Aber wenn ihr diese Prop Guards drauf habt, dann solltet ihr darauf achten, die Kamera nicht zu hoch zu schwenken. Vor allen Dingen denkt dran, wenn ihr losfliegt, macht der Vision ja eine kleine Nickbewegung so, oder wenn Wind ist, sodass die also dann nochmal ein kleines Stück nach unten gehen und ins Bild reinkommen, da so ein kleines bisschen aufpassen.
Hier oben wird mir angezeigt, wie die WLAN-Verbindung ist, dass eine SD-Karte drin ist, der Akkustand mit 88%, wie viele Bilder ich aufnehmen kann. Und hier würde mir angezeigt, in dem Fall im Moment nicht, würde mir angezeigt, mit wie vielen Satelliten ich Kontakt aufgenommen habe. Hier komme ich in die Einstellungen rein, die gehen wir dann gleich einmal durch. Hier kann ich diese untere Leiste eben ein- und ausblenden und das kann ich in dem Menüpunkt eben auch auto-hidebar machen. Das heißt, die verschwindet dann automatisch. Im Moment ist es eben so, dass ich das manuell mache. Hier vorne auf dieser Ecke starte ich dann einmal eine Fotoaufnahme, indem ich hier einmal draufklicke. Dann seht ihr, zack, dann macht sie eine Aufnahme. Sollte sie zumindest, hoffe ich, dass sie das tut. Jawohl, da ist die Aufnahme. Und ich kann dann natürlich auch hier die Videofunktion starten. Ihr seht hier oben dann die abgelaufene Zeit. Ihr seht hier dann, wie sich die Anzahl der Aufnahmen reduziert. Jetzt sind wir noch bei 1008 Aufnahmen und so weiter, 1007 Aufnahmen. Das läuft dann immer weiter runter und hier das rote Blinken zeigt eben auch, dass ich eine Aufnahme mache. Einmal wieder drauf gedrückt und schon ist die Aufnahme beendet. Ja, kommen wir nun zu den Punkten der Kameraeinstellung. Die Kamera ist ja hier eingebaut. Wir haben also hier keine Möglichkeit, eine andere Kamera zu verwenden. Deswegen gucken wir uns jetzt mal die Einstellungen an, die mir hier zur Verfügung stehen. Hier kann ich einstellen, ob ich Einzelaufnahmen machen möchte, 3 Aufnahmen in Reihe machen möchte, 5 Aufnahmen in Reihe machen möchte oder ob ich Intervallaufnahmen machen möchte. Wichtig ist hier bei den Intervallaufnahmen, habe ich hier die Möglichkeit, einmal die verschiedenen Intervalle zu wählen. Das kann also einmal losgehen ab 3 Sekunden hoch bis zu einem Intervall von, muss ich gerade mal gucken, ich glaube bis 60 Sekunden. Ja, und dann kann ich hier nochmal sagen, wie viele Bilder gemacht werden sollen, entweder unendlich oder eben nur eine ganz bestimmte Anzahl von Bildern, die gemacht werden sollen. Hier ist es ganz wichtig, wenn dieses Aufnahmeformat auf RAW steht, dann kann ich hier bei dem Intervallometer oder bei der Intervallaufnahme hier nur 30 Sekunden als Abstand wählen. Das ist so ein kleines bisschen, naja, nicht verwirrend, aber da muss man eben dran denken, wenn hier RAW steht, dann habe ich hier nur die Möglichkeit, einen Intervall von 30 Sekunden zu wählen. Hier kann ich natürlich auch wählen, wie viele Aufnahmen gemacht werden sollen oder wie oft das wiederholt werden soll. Aber eben ganz wichtig, solange hier RAW steht, kann ich das nicht machen. Gehe ich hier wieder auf das JPEG-Format, dann habe ich hier die Möglichkeit, eben wieder Intervalle ab 3 Sekunden zu wählen. Hier habe ich die Möglichkeit festzulegen, welche Auflösung ich verwende, Large, Medium und Small. Ich würde empfehlen, immer Large zu nehmen, weil ich da natürlich die beste Auflösung habe. Nächster Punkt, das ist dann die Videoauflösung und bei der Videoauflösung kann ich dann einmal sagen 1080i mit 60 Bildern, 1080p mit 30 Bildern, 1080p mit 25 oder dann geringere Auflösungen runter bis 720 oder 480p. Ja, die Hauptfrage ist eigentlich, soll ich 1080i 60 oder 1080p 30 nehmen? Das lässt sich nicht so ganz leicht beantworten. Der Unterschied ist, bei i ist es interlaced, das heißt, die Kamera nimmt 60 Bilder pro Sekunde auf, allerdings nicht immer Vollbilder, sondern immer abwechselnd die ungeraden und die geraden Zahlen. Das heißt, bei der ersten Aufnahme ist das von den Zeilen, die wir nach unten haben, 1080 Zeilen, wird dann die erste, die dritte, die fünfte, die siebte und so weiter ausgelesen und beim zweiten Bild dann die zweite, vierte, sechste und so weiter ausgelesen. Ja, was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass es passieren kann, dass wenn wir bewegte Motive haben, also Schwenks haben, schnelle Flüge haben, kann es passieren, dass da immer so ein kleiner Versatz dann drin ist, dass das Bild so ein bisschen schlierig aussieht und so ein kleines bisschen Versatz drin ist. Der Vorteil ist, das Bild an sich ist ein bisschen gleichmäßiger, weil ich natürlich 60 Bilder in der Sekunde aufnehme. Dahingegen, wenn ich jetzt die 30p-Variante nehme, dann nimmt die Kamera 30 Vollbilder in der Sekunde auf. Das heißt, die gesamte Auflösung 1920x1080 wird jedes Mal 30 Mal pro Sekunde vollständig aufgenommen. Das ist dann wiederum
das Gute, dass ich keinen Versatz drin habe, aber dass es unter Umständen ein bisschen ruckeln kann. Ich persönlich verwende immer die 30P-Variante, weil ich in der Post-Production, also in der Nachbearbeitung, dann sowieso die höhere Datenrate nehme und das dann da vermittelt wird. Das heißt also quasi zwischen die vorhandenen Bilder werden Bilder zwischengerechnet, sodass dieser Effekt des Ruckelns oder des, ja, dass das so ein bisschen fortschreitet, nicht gleichmäßig ist, ein kleines bisschen reduziert wird. Da kann ich euch eigentlich nur den Tipp geben, probiert einfach mal beide Varianten aus. Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, welches Bearbeitungsprogramm ihr anschließend verwendet, wie gut das zwischenrechnen kann, also wie gut das eben interpolieren kann und damit umgehen kann, wenn man mit 30p arbeitet und das dann auf 60p hochrechnen möchte. Hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Bildformate anzuwählen. Der Grund ist eigentlich nur der, dass ich da ein bisschen den Fischaugeneffekt reduzieren kann. Ich persönlich wähle immer das volle 16:9 Format, das ist diese Einstellung, und wähle diese kleineren gar nicht, weil die Reduzierung des Fischaugeneffekts, das mache ich wie gesagt mit der App oder mit der Software Prodrenalin, sodass ich da gar nicht drauf zurückgreifen muss. Deswegen meine bevorzugte Einstellung 1080p, 30 Bilder pro Sekunde und die volle 16:9 Einstellung. Ja, der nächste Punkt ist dann das RAW und JPEG Format. Hier kann ich einmal wählen, ob ich RAW oder ob ich in JPEG aufnehmen möchte. Ganz wichtig, wenn ich in RAW aufnehme, dann kann ich hier oben nicht diese 3 Bilder pro Sekunde Variante nehmen. Deswegen glaube ich, hat das eben auch nicht geklappt. Ich wollte ja 3 Bilder aufnehmen. Ich muss hier einmal auf JPEG gehen, und wenn ich jetzt hier oben 3 Bilder pro Sekunde oder 3 Bilder hintereinander aufnehme und dann auslöse, mal gucken, ob das dann klappt. Ich bin da nicht ganz sicher. Ich hatte das letztens mal ausprobiert und festgestellt, dass es nicht geht. Wir werden das aber gleich sehen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, dass diese Dreieroption eben nicht bei RAW zur Verfügung steht. Ja, die Frage ist, wofür brauche ich das RAW-Format? Ganz klar, wenn ich das Bild nachträglich professionell bearbeiten möchte mit Photoshop oder mit Lightroom, dann kann ich das am besten mit einem Bild im RAW-Format machen, weil da sind mehr Informationen drin und ich kann diese Informationen einfach feiner bearbeiten. Ich kann die Tiefen, die Lichter, die Mitteltöne noch feiner bearbeiten. Ich kann das Rauschen etwas besser rausnehmen. Also wer wirklich Wert auf gute Bilder legt und Wert drauf legt, seine Bilder nachträglich in einem professionellen Bildbearbeitungsprogramm zu verwenden, der sollte auf jeden Fall hier immer das RAW-Format wählen, weil er damit einfach die bestmögliche und höchstmögliche Bildqualität geliefert bekommt. Es gibt auch für Photoshop und für Lightroom ein Plugin von DJI, und damit kann ich dann auch wieder diesen Fischaugeneffekt automatisch entzerren und automatisch eine waagrechte Linie bekommen. Wie das installiert wird und wie das geladen wird, das werde ich euch auch nochmal in einem weiteren Tutorial zeigen. Also mein Tipp, wer Bildbearbeitung machen möchte in hoher Qualität, sollte hier RAW einstellen, aber daran denken, dass dann eben die Funktion 3, 5 und dies nicht funktioniert, sondern dass ich hier einzeln auslösen muss, dann über das Kamerasymbol, und quasi dann, wenn das Motiv eben sichtbar ist, was ich gerne haben möchte, dann muss ich eben eine Einzelauslösung machen und bekomme dann eben das Bild im RAW-Format geschrieben. So, nächster Punkt ist die ISO-Empfindlichkeit. Hier habe ich die Möglichkeit, die verschiedenen ISO-Empfindlichkeiten einzustellen. ISO 100 würde ich immer dann empfehlen, wenn wir bei Sonne fliegen, weil da habe ich die wenigsten Bildstörungen, also kein Rauschen drin. Je höher ich mit der ISO-Empfindlichkeit gehe, umso größer ist die Gefahr, dass ich Rauschen bekomme. In der Dämmerung kann es durchaus sein, dass man da mal auf ISO 400 gehen muss. Ich würde dann, wenn ich sicher weiß, dass es eventuell ein bisschen dunkler ist, würde ich Auto wählen, weil bei Auto ist es so, die Kamera entscheidet dann selber, ist es noch hell genug, um vielleicht mit ISO 200 aufzunehmen, oder muss ich schon auf ISO 400 hochgehen. Also von daher würde ich dann in solchen Situationen das auf Auto stehen lassen.
Nächster Punkt ist der Weißabgleich. Auch hier, ich würde das immer auf automatischem Weißabgleich stehen lassen, weil das normalerweise perfekt funktioniert. Ich kann natürlich auch sagen, ich möchte auf Sonne gehen oder ich möchte Wolken oder ich möchte auf Kunstlicht gehen. Ihr seht jetzt hier schon so ein kleines bisschen, wenn ihr hier drauf achtet, wie sich das hier ändert, gerade hier auch die Farbe meines Arms. Gehen wir nochmal auf den automatischen Weißabgleich, das dauert immer einen kleinen Moment. Ihr seht, jetzt sind die Farben hier etwas besser und ihr seht also, der automatische Weißabgleich funktioniert durchaus gut. Deswegen würde ich das auf AWB, Automatic White Balance, automatischem Weißabgleich stehen lassen. Hier haben wir dann noch einmal die Messcharakteristik für die Belichtungsmessung. Das ist einmal die Integralmessung, da wird quasi die gesamte Fläche genommen, klein bisschen konzentriert auf die Mitte, aber eigentlich die gesamte Fläche für die Belichtungsmessung. Hier wird die Belichtungsmessung nur im Zentrum genommen, also quasi nur der mittlere Bereich des Bildes. Und das ist dann die Spotmessung, da wird dann quasi die Belichtung nur hier in der Mitte genommen. Ja, ihr seht, wenn ich mich jetzt hier mit meinem schwarzen T-Shirt da vorstelle bei einer Spotmessung, dass dieses schwarze T-Shirt grau wird, weil die Kamera natürlich versucht, gegen dieses Schwarz gegenzusteuern, verwende ich jetzt hier die Gesamtansicht, dann wird das ein kleiner, die Gesamtmessung, den gesamten Messbereich, wird das ein kleines bisschen besser. Ich würde euch empfehlen, für normale Landschaftsaufnahmen das auf diesem Wert stehen zu lassen, denn damit ist eigentlich die optimale Belichtung für das gesamte Bild erreicht. Ja, dann geht es weiter. Ich habe hier noch die Möglichkeit, eine Belichtungskorrektur zu machen. In diesem Fall, wenn das jetzt hier mit dem Schwarz ist, müsste man eben entsprechend gegensteuern, um hier etwas knapper zu belichten. Dann seht ihr, wenn hier knapper belichtet wird, dann wird mein Schwarz auch tatsächlich schwarz. Diese Sachen würde ich immer dann machen, wenn ich in der Dämmerung fotografieren möchte oder filmen möchte und dann die Stimmung auch ein kleines bisschen umsetzen möchte, weil die Kamera versucht natürlich, wenn ich in der Dämmerung fliege, etwas heller zu belichten, weil sie ja nicht weiß, es ist Dämmerung, sondern die belichtet wie normal und versucht quasi diesen Dämmerungseffekt rauszunehmen und gegenzusteuern. Und da muss ich dann manuell eingreifen und sagen, okay, ich reduziere die Belichtung um ein oder minus ein Drittel Blendenstufen. Dann gucke ich mir das hier auf dem Monitor an und kann sehen, aha, das Schwarz wird jetzt tatsächlich schwarz wiedergegeben. Genauso möchte ich das haben. Und so muss ich dann eben entsprechend die Belichtung in den verschiedenen Lichtsituationen korrigieren. Hier habe ich die verschiedenen Einstellungen für die Bild, für die Anmutung, sage ich jetzt einfach mal Standard, hart. Da habe ich eine etwas steilere Kantenansteilung oder eben soft, dann habe ich ein etwas weicheres Bild. Ich würde das auf Standard stehen lassen, weil das kann ich auch in der Nachbearbeitung noch wunderbar verändern. Ja, dann habe ich hier die Flicker-Entfernung. Das ist im Prinzip nur interessant, wenn ich in Innenräumen filme, damit ich keine Interferenzen zum Kunstlicht bekomme. Das kann man auch im Prinzip auf Auto stehen lassen. Hier ist nochmal die Möglichkeit, wenn man sich vertan hat und gar nicht mehr weiterkommt, alle Einstellungen auf den Standard zurückzusetzen. Ja, und hier unten ist dann nochmal die Möglichkeit, die SD-Karte zu formatieren. Das braucht man zum Beispiel, wenn man ein Update der Firmware macht. Auch das werde ich euch nochmal zeigen. Ansonsten braucht man das eigentlich nicht, es sei denn, man legt eine ganz frische Karte ein. Dann würde ich die einmal vorher formatieren. Normalerweise arbeitet ihr ja immer mit Karten, die ihr bereits genutzt habt und die ihr dann auf dem PC leert. Ja, das sind die verschiedenen Funktionen, die ich hier ausführen kann. Die kann ich mir dann auch wieder ausblenden lassen. Ja, und dann kann es losgehen mit dem Fliegen und Aufnehmen. Dann dauert es einen kleinen Moment und dann kriege ich hier die Bilder angezeigt und das Video angezeigt, was ich gemacht habe. Wenn ich möchte, ich eines der Bilder kopieren, dann gehe ich hier einfach drauf, dann dauert es einen kleinen Moment, dann wird mir das Bild angezeigt und dann kann ich hier oben einmal das Bild auf mein mobiles Gerät rüber kopieren, zack, und jetzt ist es dann in der App drin und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, ein Video, was ich gemacht habe, mir anzugucken, gehe hier einmal drauf, drücke dann Wiedergabe, ja, und das ist ein Video, was ich eben gemacht habe, davor schon, und dann seht ihr, dann habe ich hier die Möglichkeit, mir das Video anzeigen zu lassen.
Ich kann natürlich auch das Video kopieren, das seht ihr hier oben. Da habe ich hier die Möglichkeit, das auch auf mein Device rüberzuholen. Ja, und kann das dann wunderbar in den verschiedenen Communities, Facebook, YouTube, Flickr und so weiter posten. Habe also relativ schnell den Zugriff und den Zugang, um meine Luftaufnahmen zu veröffentlichen. Finde ich sehr schön, sehr praktisch, funktioniert auch wirklich sehr gut. Ja, und so sieht dann wiederum die App-Oberfläche aus. Ja, das waren die wichtigsten Funktionen, die ihr über die App für die DJI Phantom 2 Vision ausführen könnt. Die wichtigsten Einstellungen und Möglichkeiten habe ich euch vorgeführt. Ich hoffe, ihr konntet ein kleines bisschen damit was anfangen. Gerade die, die fotografieren, sollten sich etwas mit den Einstellungen vertraut machen, denn es ist schon hilfreich zu wissen, was man da macht und welche Einstellungen wofür sind, um dann eben auch die optimale Bildqualität rauszuholen. Denn, das kann ich sagen, die Bildqualität der Phantomkamera ist gar nicht so schlecht, wie viele immer sagen. Natürlich hat sie kein 4K wie die neue GoPro in der Videoeinstellung, aber mal ganz ehrlich, wer braucht 4K? Wer hat so viel Rechnerkapazität? Worauf will ich es gucken? Also von daher ist schön, brauchen tut man es im Moment eigentlich nicht wirklich. Von daher, die Bildqualität der Kamera ist durchaus gut und die Fotoaufnahmen sind auch sehr gut zu gebrauchen. Da kann man gerade, wenn man in RAW arbeitet, noch eine Menge rauskitzeln und noch eine Menge mehr rausholen, als man aus den JPEG-Bildern rausholen kann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann bitte hier unten ein Like, gerne auch einen Kommentar, einen netten, freundlichen hinterlassen. Ja, und jetzt auch schon mal der Hinweis, Ralfs Fotobude kennt ihr, da seht ihr die meisten meiner Videos drauf. Aber es gibt jetzt auch Ralfs Fotoflug und in dem YouTube-Kanal Ralfs Fotoflug dreht sich alles um Quadrocopter, Multicopter. Da wird es wahrscheinlich demnächst noch einen neuen von mir geben. Und es wird dann auch die Internetseite dazu geben, www.ralfsfotoflug.de. Noch ein paar Tage warten, bis sie online geht. Wir sind gerade dabei, da ein bisschen was zurecht zu basteln und zu stricken. Deswegen könnt ihr euch das gerne aber schon mal auf meinem YouTube-Kanal angucken. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein klein bisschen weitergeholfen. In diesem Sinne, schaut gerne wieder vorbei auf www.ralfsfotobude, www.ralfsfotoflug, YouTube-Kanal. Ja, und natürlich hier auch. Und bis dahin viel Spaß beim Fliegen und möglichst keine Abstürze. Moin, moin!